Wie geht es unseren Gewässern? Also als ich Kind war, ging es den Gewässern noch sehr viel schlechter. Dann durften wir zum Teil sogar nicht in den Seen schwimmen. Jetzt dürfen wir schwimmen. Also geht es ihnen besser, aber ich glaube, es geht ihnen nicht so gut, weil es auch immer weniger Fische gibt. Wie geht es unseren Gewässern in der Schweiz? Also ich komme vom Bodensee, dem geht es gut. Es geht. Durch das, dass jetzt immer wärmer wird, ist durch Mischung doch irgendwie vom Wasser, von der unteren Schicht zu der oberen, nicht so gut. Habe ich gerade letztens gelernt. Also. Wie geht es unseren Gewässern? Also wahrscheinlich besser als in anderen Ländern. Wir sind ja nicht so die, das Land, wo viel Plastik in unsere Gewässer schiessen. Aber man merkt ja schon an der Aare, dass sie oft viel weniger Wasser hat, als sie sollte. Oder dann an anderen Tagen viel mehr. Das heisst, wahrscheinlich wird es in Zukunft noch mehr Schwankungen geben. Darum wahrscheinlich nicht super, aber sicher besser als in anderen Ländern. Was machen Sie für die Umwelt? Ich habe kein Auto, das heisst, ich fahre sehr viel Velo. Ich fliege möglichst selten. Ich schaue, dass ich regional einkaufen kann und saisonal. What do I do for the environment? I don't own a car. I try to use only eco-friendly products. I'm always with my bicycle traveling around, and I try not to fly as much as other people. Was halten Sie von einem Klimastreik? Klimastreik, ich finde solche Anlässe oder ich finde solche so Klimastreiks sind schon nützlich, aber wir müssen auch so einen weiteren Stimme erreichen.